Am Donnerstag werden die Börsianer jede Menge zu tun haben, denn es wird eine wahre Datenflut auf sie zukommen. So werden beispielsweise über 60 Unternehmen in den USA ihre Zahlen für das vergangene Quartal offenlegen und da wird es sicherlich die eine oder andere Überraschung und dementsprechend auch Impulse für die Finanzmärkte geben. Ansonsten gibt es am Nachmittag auch einige Konjunkturdaten, die von Bedeutung sind, beispielsweise um 14.30 Uhr die wöchentlichen Erstanträge in den USA und man kann sagen, der Arbeitsmarkt erntet nach wie vor viel Beachtung, denn die amerikanische Notenbank hat ihre Hilfen beispielsweise an die Entwicklung des Arbeitsmarktes gekoppelt. Sprich, wenn sich der Arbeitsmarkt positiv entwickelt, wird sie ihre Hilfen zügig zurückfahren, beispielsweise eben die Anleihenkäufe. Um 16 Uhr wird dann der Philadelphia Fed Index veröffentlicht. Das sind die Konjunkturerwartungen in der Industrie. Also das sind rund 250 Betriebe, die nach ihren aktuellen Erwartungen oder ihrer aktuellen Lageeinschätzung und den konjunkturellen Erwartungen in den kommenden Monaten gefragt werden. Auch das erntet immer sehr viel Aufmerksamkeit und dann wird sich wieder alles rund um die Notenbank drehen. Denn dann wird wieder Ben Bernanke vor die Mikrofone treten. Er wird dieses Mal vor dem Ausschuss des Senats eine Rede halten und dann werden die Börse natürlich wieder ganz gespannt darauf achten, ob es Hinweise gibt, wann man ein Ende des billigen Geldes in den USA erwarten kann. Und die Geldschwemme hatte in den letzten Monaten ja die Entwicklung an den Aktienmärkten dominiert. Insofern sind solche Hinweise sicherlich als Tageshighlight zu werten.